Games Club. Ach ja, Blade & Soul. Eines dieser MMOs, auf das wir westlichen Spieler schon gefühlte Jahrzehnte warten. Denn nach der viel zu frühen offiziellen Ankündigung war erstmal Sendepause angesagt. So gut wie keine News zickerten aus dem fernen Osten zu uns durch und auch auf der Website war monatelang nichts los. Selbst als das Spiel im Juni 2012 in Korea erschienen ist und der Ankündigung im September desselben Jahres, dass Blade & Soul auch im Westen erscheinen soll, ist es auffällig ruhig um den Titel geblieben. Und ich wette, der ein oder andere hat zwischenzeitlich auch mal vergessen, dass es Blade & Soul überhaupt gibt. Inzwischen haben es etwas mehr Infos zu uns geschafft und auch die offizielle Website ist nicht mehr ganz so leer. Obwohl die dort veröffentlichten News auch schon über ein Jahr alt sind. Trotzdem möchte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, die im Internet verstreuten Fitzelchen an Infos und Gerüchten für euch zusammenzukratzen. Fangen wir am besten mit dem Gameplay an. Das Kampfsystem ist ein skillbasierendes Action-Kampfsystem, ähnlich dem von Terra. Aber eben nur ähnlich. Es gibt kein Fadenkreuz, stattdessen wird der Gegner ausgewählt, auf den der Spieler blickt. Es ist etwas schwer zu erklären, aber da ich Blade & Soul selber schon mal auf einem privaten Server gespielt habe, kann ich euch versichern, dass die Kämpfe extrem Laune machen. Das liegt jetzt nicht nur alleine am Action-Kampfsystem, sondern vor allem an der Präsentation. Die Animationen und Effekte sehen einfach unglaublich cool aus. Man fliegt durch die Luft, dreht sich und wirft mit Schwertern, Feuerbällen oder sonst was um sich. Hinzu kommt, dass die Gegner einem auch richtig gutes Feedback geben. Da kommt es schon mal vor, dass ein Gegner nach einer schweren Attacke etliche Meter zurückgestoßen wird. Wer also schon immer ein MMO spielen wollte, bei dem sich die Kämpfe genauso herrlich übertrieben anfühlen wie in einem Anime, ist bei Blade & Soul genau richtig. Und da ich zufälligerweise ein riesen Anime-Fan bin, passt es ja wie die Faust aufs Auge. Bleiben wir gleich beim Aussehen. Wie ihr sehr wahrscheinlich schon bemerkt habt, ist auch die Grafik in Blade & Soul extrem anime-lastig. Das bedeutet also, abgefahrene Monster, Charaktere mit großen Augen, kleine Mädchen und vor allem riesige... Na, ihr wisst schon, was ich meine. Und für die Jahre, die das Spiel und vor allem die Unreal Engine 3 schon auf dem Buckel hat, muss sich Blade & Soul auf keinen Fall hinter anderen MMOs verstecken. Immerhin kommen sogar noch heutzutage Free-to-Play-MMOs raus, die sich grafisch nicht mit dem 2012 in Korea erschienenen Blade & Soul messen können. Jedoch muss man auch hinzufügen, dass comic-lastige Spiele, zumindest grafisch, wesentlich langsamer altern als andere. Bestes Beispiel wäre hierfür World of Warcraft. Von den Quests her dürfen wir von Blade & Soul wohl keine Revolution erwarten. Es dürften wohl die typischen 0815 Quests aller Töte so und so viele Viecher werden. Das trifft nicht jedermanns Geschmack. Bleibt abzuwarten, ob das Kampfsystem motivierend genug ist, damit einem beim Monsterkloppen nicht langweilig wird. Was ebenfalls nicht den Geschmack von jedem treffen wird, ist das Ausrüstungssystem. In Blade & Soul gibt es keine klassische Rüstung so wie Handschuhe, Hose, Kopfbedeckung und so weiter. Stattdessen ist das, was der Spieler sieht, einfach nur ein Kostüm ohne jegliche Statuswerte. Die Statuswerte erhält man durch, dieses achtteilige Ding hier. In jede Spalte packt man ein Teil mit bestimmten Werten. Zum Schluss werden dann alle zusammengerechnet und dadurch ergeben sich dann die finalen Rüstungswerte, wenn man so sagen will. Das Ganze hat natürlich den Vorteil, dass der Spieler das anziehen kann, was er will und nicht durch bessere Werte an ein Rüstungsteil gebunden ist, das ihm gar nicht gefällt. Andererseits macht gerade dieses Sammeln von starker und gut aussehender Rüstung für viele Spieler einen großen Reiz aus. Kommen wir als nächstes zu den Rassen und Klassen. In Blade & Soul gibt es 4 Rassen. Die hünenhaften Gon, die Djinn, die wohl am ehesten normalen Leuten ähneln, die Kun, eine ausschließlich weibliche Rasse und zu guter Letzt die kindhaften Lin, die wohl am ehesten den Elin aus Terra ähneln. Die Klassen werde ich euch jetzt nicht alle einzeln aufzählen, gesagt sei nur, dass es mittlerweile 8 gibt und dass so ziemlich alles vertreten ist, was im MMO-Genre so üblich ist. Auch wenn Blade & Soul den Klassen seinen, nun ja, sagen wir mal, eigenen Anstrich verpasst. Die neueste Klasse, der Warlock, ist erst vor wenigen Tagen bekannt geworden. Nachdem wir nun das Gameplay-Technische so ungefähr abgedeckt hätten, würde ich euch noch ganz gerne erzählen, was außerhalb des eigentlichen Spiels so mit Blade & Soul abgeht. Wie bereits erwähnt, erschien Blade & Soul im Juni 2012 in Korea. Es folgten der Release in China im November 2013, in Japan im Mai 2014
und der in Taiwan im November 2014. Also haben die das Spiel auch gerade mal einen Monat. Geplant sind dann noch eben die Releases in Russland, in den USA und zu guter Letzt bei uns im europäischen Raum. Und wenn man sich dann so ansieht, dass NCSoft 2 Jahre gebraucht hat, um ihr Spiel im asiatischen Raum zu verbreiten, dann kann man sich ungefähr denken, wann Blade & Soul es zu uns schaffen wird. Zwar gibt es die Möglichkeit, Blade & Soul jetzt schon zu spielen, etwa ein privater Server oder auf einem der asiatischen Server, nur ist das keine wirkliche Alternative, da die wenigsten Europäer Chinesisch sprechen und der private Server meiner Meinung nach mehr zu Testzwecken geeignet ist. Gerüchten zufolge soll der europäische Beta-Test von Blade & Soul für 2015 angesetzt sein und das Spiel dann 2016 bei uns erscheinen. Jedoch sind solche Gerüchte mit äußerster Vorsicht zu genießen. Denn das wäre nicht das erste Mal, dass sich Gerüchte um NCSofts MMO als falsch entpuppen. Beispielsweise gingen bereits Gerüchte über eine PS4-Version des Titels um und sogar, dass Blade & Soul 2 bereits in Arbeit wäre. Beide Gerüchte wurden jedoch vom Entwickler als falsch entlarvt. Doch egal wie viele Gerüchte noch zu Blade & Soul im Internet kursieren, im Endeffekt bleibt ja doch nur eins zu tun. Abwarten und Tee trinken. Ich hoffe, ich konnte euch Blade & Soul ein wenig näher bringen. Sollte ich etwas vergessen haben, schreibt es mir einfach in die Comments. Wie sieht's denn eigentlich mit euch aus? Freut ihr euch trotz der extrem langen Wartezeit auf Blade & Soul und denkt ihr, dass es das Warten wert sein wird? Eure Meinung dazu einfach in die Kommentare. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, klickt einfach den Abo-Button hier. Hier links und rechts geht's übrigens zu meinen letzten beiden Videos. Ich verabschiede mich für heute. Ciao, ciao.